Hallo zusammen, ich habe ein Mini-Craft-Update. Ja, ich habe ich habe die Buchbox fertig für die liebe Susan. Oder Susan, ich weiß immer noch nicht, wie der Name jetzt richtig ausgesprochen wird. Ja, ich habe ihre Buchbox fertig. Und die sieht so aus. Sie hat gesagt, dass sie gerne ja so Kawaii-Sachen mag, alles was niedlich ist. Ja. Dementsprechend habe ich es gestaltet halt, ne? Schaut mal, wie cool das aussieht hier mit den weißen Sternen und diesen Pailletten. Ich finde das voll cool. Dazu dann diese Herzen hier vom Zehmann. Und hier diese Perlen. Kleber, Bordüre vom Kick. Ich finde, das harmoniert alles sehr gut mit diesen ja, hellen Farben. Und natürlich auch da mit dem Bild. Ja. Dann habe ich hier überall noch so Sterne hingeklebt. Das sind ja diese kleinen Sterne von McGuides. Und diese hier sind ja vom Teddy, die neuen. Die es bei uns immer noch nicht gibt, in den ganzen Teddy-Läden. Total seltsam. Naja. Aber die Elisabeth hat mir die ja mitgebracht, die Liebe. Hier kleben sie auch nochmal. Habe ich wieder diese Bordüre geklebt. So, von innen sieht das dann so aus. Hier habe ich einfach nur so ein Bild reingeklebt. Hier habe ich kleine Steinchen. So ein Band vom Action. Die Herzen von Woolworth. Man kann das ja alles sehen, ne? Auch wieder zwei kleine Schüttelteile. Bisschen vorsichtig. So. Die Doilies hier sind übrigens von AliExpress. Ja, ich hoffe, dass ihr die Buchbox gefällt. Bin ich mal gespannt. So. Dann habe ich noch zwei Sachen gebastelt für einen sehr guten Freund von mir. Der hat heute Geburtstag. Wir haben jetzt heute Samstag. Den 16. Zwar habe ich einmal für ihn diese Karte hier gemacht. Er mag halt gerne so, ja, so Vintage. Ja, ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Ich habe da echt sehr lange überlegt und ich wusste irgendwie gar nicht. Ich wusste zwar, ne, mit Vintage und so, aber naja. Ist dann doch irgendwie nicht so einfach. Hier habe ich mal gestempelt. Ich kann es kaum glauben, dass ich gestempelt habe. Ja. Habe das eingefärbt wieder hier mit Stempelfarbe. Genauso auch hier bei den Doilies. Habe ich auch Stempelfarbe benutzt. Ja. Das war es auch eigentlich schon. Eigentlich war es gar nicht viel Arbeit, aber irgendwie habe ich trotzdem lange gebraucht, um halt zu schauen, wie das, ne, was so zusammenpasst für mich. Und ja, das dauert dann doch ein bisschen lange. Das dauert länger als das Dekorieren an für sich, glaube ich. Ja, das ist meine Karte für ihn. Ja, nicht, dass man das. Ja. Und dann bekommt er noch eine Schachtel von mir. Zwar sieht die so aus. Auch im Vintage-Stil. Ja, wo fange ich an? Also die Dollys habe ich wieder schwarz gefärbt.
damit das dazu passt von den Farben her. Weil sonst wären die einfach zu weiß und es würde zu sehr ablenken. Ja, dann habe ich hier die Blätter vom Action benutzt. Hier diese Metallherzen, die sind auch vom Action. Eigentlich ist fast alles vom Action. Das Papier auch hier von dem neuen Vintage Sepia Block. Das Bild hier ist von einem kleinen Block vom Action. Das habe ich da rausgeschnitten. Ja. Dann habe ich mal von irgendwen hier diese Ecken bekommen. Die habe ich mit einem Schmucksteinkleber geklebt. Ich hoffe, das hält. Den habe ich, ich weiß gar nicht mehr, von wem ich den Schmetterling bekommen habe. Aber ich dachte, so Vintage, da könnte ich ja solche Teile auch benutzen. Ne, so wie hier mit den Ecken und diese Herzen. Ich meine neue Stanze benutzt, die ich von ihm zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ja, ist doch ein guter Anlass dafür. Die habe ich dann so 3D-Effekt gemacht. Dann habe ich hier so ein 3D-Pad benutzt, dass der ein bisschen mehr hervorsteht und da habe ich nichts drunter gemacht. Ja. Das ist auch vom Action. Ja, da habe ich hier meine Stanze benutzt, diese Bordürenstanze. Stoffband vom Teddy. Hier überall so drum geklebt. Ja, und auch vom Teddy hier diese schönen Steinchen da. Die sind so. Ja, was ist das für eine Farbe? So gelblich? Also es ist nicht Silber oder so, es hat so einen Gelbstich, glaube ich. Ich dachte, das passt vielleicht ganz gut hier rein. Ja, und diese Dame hier stammt von einem älteren Actionblock, die habe ich da aus dem Bogen geschnitten. Ja, von innen ist es ja unspektakulär. Na. Das halt einfach so aus. Ja. Ich bin gespannt, was er dazu sagen wird. Tja. Oh gut, das bin ich ja immer. Na, geh schon zu. Jetzt will das gerade nicht zugehen. Seine liebe Schachtel. Sei eine liebe Schachtel. Na komm schon, das ist ja jetzt nicht wahr. Habe ich wohl ein bisschen das ein bisschen ja, wie sagt man? Also so eine blöde Maße genommen, dass es doch ein bisschen zu eng ist. Ich weiß ja nicht, was er damit macht, ob der sich die so hinstellen möchte oder ob der da doch was reinpacken möchte. Ja, keine Ahnung, das muss er dann wissen. Ich hoffe, er hat noch Platz dafür. Ist ja immer so eine Sache, ne, bei uns mit Platz und so. Ihr kennt das ja bestimmt alle, dieses Platzproblem. Naja, so. Das war es jetzt auch schon mit dem Craft-Update. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Und ja, ich hoffe, dass die Lieben sich darüber freuen werden. Bin ich mal gespannt. So, ich gucke auf die Uhr kritisch. Ich muss mal schnell was essen, weil gleich geht es dann direkt, ne, zu meinem guten Freund hin. Ja. Bis dann, ihr Lieben. Wir sehen uns dann im nächsten Video.